Rund 8 Monate nach seinem Amtsantritt ist der britische König Charles III. Gekrönt worden. In einer feierlichen Zeremonie in der Westminster Abbey legte der 74-Jährige den traditionellen Schwur ab. Nach der Salbung setzte der Erzbischof von Canterbury dem König die Edwardskrone auf. Anschließend wurde auch Camilla gekrönt. In einer goldenen Kutsche fuhr das Paar dann zum Buckingham-Palast zurück. Am Straßenrand jubelten ihnen Tausende zu. Nach militärischen Ehren im Garten des Amtssitzes zeigten sich Charles und Camilla auf dem Balkon des Buckingham-Palastes und nahmen die Fliegerstaffel der Luftwaffe ab. Diese war wegen der Witterungsbedingungen verkürzt worden.